Hallo euch allen, das sind wir dabei, Madden NFL 19. Wir sind zurück in der Path to the Draft Serie. Wir haben die 15. Challenge der First Round Hero Highlights Serie zu spielen. So, und zwar sind wir wieder als Minnesota Viking unterwegs. Es geht gegen die Green Bay Packers, oh, das passt ja immer gut. Und es geht um Adrian Peterson. Wir sind im Jahr 2012 in der 12. Woche der normalen Season. In less than two quarters, Adrian Peterson managed to rush for over 116 yards against the Packers in week 12 of the 2012 season. Can you match this tenacity? Rush for 116 plus yards by the end of the third quarter. Hui, also 160 Yards am Boden gut machen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, bis zum Ende des dritten Quarters, also da müssen wir dann jetzt wirklich mal Gas geben, was unser Laufspiel angeht. Aber da bin ich ja recht optimistisch. Wir haben ja mit Adrian Peterson, der jetzt ja hier in der Serie dann dem Team beisteht, mittlerweile ja auch Ezekiel Elliott wieder als Hauptrunning Back. Dahinter dann noch ein Eddie George. Also wenn ich in einer Position, glaube ich, tief aufgestellt bin, dann auf der Running Back Position. Deswegen glaube ich 160 Yard am Boden. Die kriegen wir schon hin, wenn wir da Glück haben. Ein, zwei schöne lange Yards oder lange, lange Runs mit vielen Yards Raumgewinn. Dann haben wir diese Challenge relativ schnell erledigt. Aber das wäre natürlich der Idealzustand. Wir müssen gleich mal gucken, wo wir ja auch anfangen können. So, not complete. Ja, wir müssen Ende des dritten Quarters die 160 Yards auf dem Konto haben. Wo fangen wir denn an? Im zweiten Quarter, ach Gott, im zweiten Quarter sind noch 5 Minuten und 21 Sekunden zu spielen. Wir stellen unseren Ballträger mal auf aggressiv. So, bei der Challenge muss ich aber in den Vorschlägen, in den Suggestions bleiben. So, wir laufen mit Eddie George über die linke Seite. Sehr schön, oh, direkt zwei sehr schöne Moves und noch einen dritten hinten dran. Und jetzt hat Eddie George freie Bahn. Und da haben wir doch gleich mit dem ersten Spielzug direkt mal eben 82 Yards Rushing am Boden gut gemacht. Wenn das so weitergeht, könnte das hier eine sehr, sehr schnelle Challenge werden. So. Kick ist auch gut, der PET. Also dann 14 zu 10, die Führung, wobei ja das reine Ergebnis hier in dem Spiel jetzt nicht so eine riesenhafte Rolle spielt. So. Kick geht bis in die Endzone. Die Packers haben Riesenprobleme, den Ball aufzunehmen. Aber das kennt man. Green Bay und Returning Games. Da war doch mal was in der Saison. Erster und 10 an der 18-Yard-Linie. Ich glaube, wie ist da noch? Rudolf, der eigenmächtig losgelaufen ist. Ich glaube, im Spiel gegen die Rams war es. Obwohl eigentlich der ganze Coaching-Staff gesagt hat, geh aufs Knie, damit Aaron Rodgers noch genug Zeit hat, um einen seiner berühmten Last-Minute-Drives hinzulegen. Tja, und der läuft einfach aus der Endzone raus und verliert dabei den Ball. Großartige Nummer. Ist danach auch weggetradet worden. Ich glaube, nach zu den Ravens, glaube ich, ist er gegangen. Erster und 10 an der 18-Yard-Linie. Vollständiger Pass von Aaron Rodgers. Ball ist an der 22-Yard-Linie. 2 Minuten und 6 Sekunden noch zu spielen. Ich mag Aaron Rodgers. Und das sage ich als Cowboy-Fan wohlgemerkt. Der hat uns ja eigentlich immer, wenn wir die Playoffs kamen, rausgekegelt. Aber der Typ ist einfach cool. Ich mag Green Bay aber auch. Ich bin mit Brett Favre groß geworden, was Football angeht. Wir haben einen Fumble erobert an der 20-Yard-Linie. Normalerweise immer eine ganz schicke Sache. Hier ist das jetzt ein bisschen blöd. Weil wir ja Rushing Yards brauchen. Ja, ich fange jetzt aber nicht an, einen Pass nach hinten zu werfen und tralala. Dann nehmen wir jetzt erstmal hier die 20 Yard hoffentlich mit, dass wir in die Endzone der Packers kommen. So, Laufspiel über Eddie George, wieder über die Außen. Naja, es ist Adrian Peterson mit der 26. Da hat doch unser Draftspieler. Oh Gott. Oh Gott, ich weiß ja, mittlerweile ist er ja bei den Redskins. Aber das tut ja weh. Ich hätte mir so gewünscht, dass er zumindest noch mit der Karte von den Vikings hier mit aktiv wäre, für die er die ganze Zeit aufläuft. Jetzt habe ich einen Redskins-Spieler als Running Back in diesen Spielen. Eieiei, das ist hart für mich. 21-10.
Wir dürften jetzt mit diesem 20-Yard-Run 102 Yards Rushing schon mal auf dem Konto haben. Heißt, wir brauchen noch 58. Ball gefangen, es wird aufs Knie gegangen. Wir haben einen Touchback. Erster und 10 an der 25-Yard-Linie für Aaron Rodgers. So, wollen wir mal schauen, ob der zweite Drive der Packers in dieser Challenge hier ein bisschen positiver für sie verläuft. Erster und 10. Rodgers unter Druck, wirft aber vollständig über die Außen. Der Receiver geht ins Aus. 5 Yards Raumgewinn, zweiter und 5. Rybkowski. Also von der Statur her kann das eigentlich nur ein Fullback sein. Also wenn ich auf meinen Fullback auf die Außen werfen muss, dann ist der Spielzug ziemlich in die Hose gegangen. Das ist dann so wirklich eine der allerletzten Optionen. Oh, den hat er weit überworfen, Aaron Rodgers. Und da hat er eigentlich gut Zeit gehabt. Da war wenig Druck in der Pocket. Schafft es aber nicht, den Ball an den Mann zu bringen. Dritter Versuch und 5. Wow, und dann so ein Pass in so ein enges Fenster, den bringt er an. Ja, Jordy Nelson hat ja nach einem Jahr Raiders, er war die ganzen Jahre in Green Bay, seine Karriere jetzt beendet, soweit ich weiß. In Green Bay wird ja immer was Besonderes bleiben, bei den Raiders hat er sich nicht wirklich herausarbeiten können, aber ich glaube, das ging den eigentlich fast allen Raiders-Spielern in dieser Saison unter John Gruden genauso. Zweiter Versuch und 13, Ball an der 35-Yard-Linie. Es wäre schon schick, wenn ich jetzt noch meinen Ballbesitz kommen würde. Aber im zweiten und 13 ist ja schon mal ein Grundstock gelegt. Wieder ein Laufversuch, der geht wieder nach hinten. Jetzt haben wir einen dritten und 16 an der 32-Yard-Linie. So, wir blitzen weiter. Oh, Rodgers weiß nicht, wo er hin soll. Xavier Woods macht den Sack. Jetzt haben wir einen 4. und 26. Kurz vom 2-Minute-Warning. Da ist der Pfiff. Die letzten 2 Minuten in der ersten Halbzeit brechen an. Die Packers müssen von ihrer eigenen 23-Yard-Linie punten. Ich werde jetzt hier keinen dicken Return hinlegen. Ich brauche ja noch Rushing Yards. Das sollen wir ja nicht vergessen. Darum geht es ja bei dieser Challenge. Das heißt, nehmen das Ding jetzt und laufen einmal ins Aus. So, jetzt haben wir 72 Yard vor uns bis in die Endzone der Packers. Oh, und jetzt habe ich mich gleich mal im Spielzug vertan. Da laufen wir natürlich Inside Zone über Ezekiel Elliott. Da sehen wir jetzt den dritten Running Back. Das war ja mal, ich nenne es mal unerfolgreich. 2. und 11. Kann der arme Ezekiel Elliott aber auch nichts für. Ich habe mich einfach bei der Spielzugauswahl schon wieder viel zu schnell auf ein Knöpfchen gedrückt. Das passiert mir auch immer sehr, sehr gerne. Habe ich hier nicht einen Laufspielzug, Freunde? Also einer wäre schick. Über einen würde ich mich freuen. Über den Flanker Dick und gehen dann auf den Halfback Dive. Jetzt ist wieder Adrian Peterson unser Running Back. Also hier wird locker flockig durchgetauscht. Da ist nicht viel Platz. Jetzt haben wir einen 3. und 8. Das ist aber nicht sehr schick. Ich bekomme keine Laufspielzüge mehr, Freunde. Nehme ich mal die 4 Verticals, ziehe das alles mal auseinander und dann den Inside Zone. Jetzt ist Zeke Elliott wieder auf dem Feld. Der hat eine Lücke. Ja, das ist Zeke. Da will er seinen eigenen Touchdown auch noch machen und das ist der Touchdown und damit mit diesen Yards haben wir natürlich die Challenge geschafft. 160 Yards, nicht bis zum Ende des dritten, sondern wir haben es sogar bis zum Ende des zweiten Quarters geschafft. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.